Hallo zusammen. Entfesselt Blitzen lernen. Das kann mit Aufsteckblitz sein, das kann auch mit dem Studioblitz sein. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Von der grundlegenden Bedienung, das Vorgehen und so weiter, alles gleich. Der hat einfach mehr Power und kann größere Lichtformer nachher ausfüllen. Aber das Vorgehen ist immer genau gleich. Der Preis nicht. Wobei ich vorhin gesehen habe, die sind teilweise deutlich teurer als solche Dinger. Von so her kann man das so ohne weiteres auch nicht sagen. Das Ganze ist eine Playlist, das gab es schon mal bei mir, schon öfter, so alle 2 Jahre aktualisiere ich das, 2 Jahre sind um, Zeit, das mal wieder zu aktualisieren. Wenn du also schon Erfahrung mit Blitzen hast, dann schau in die Playlist rein und such dir halt die Teile raus, die für dich relevant sind. Heute Grundlagen, wie kriege ich das Ding überhaupt zum Blitzen? Ich filme mich jetzt mit der Sony A7 R3, fotografieren werde ich gleich mit der Sony A6300, das spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Auch da, das Vorgehen ist ganz genau gleich. Entfesselblitzen mit Aufsteckblitz. Das ist, so sieht der aus. Der Vorteil davon ist, ich kann den Blitz von der Kamera wegnehmen. Also wenn du schon mal mit dem eingebauten Blitz fotografiert hast, wirst du es kennen, rote Augen, ganz klarer Blitzlook. Meistens nicht das, was man will, mit ganz wenigen Ausnahmen. Es sei denn, man will halt genau diesen Look haben. Grundsätzlich ist so ein Blitz immer besser als der eingebaute Blitz, weil ich kann den rauf tun, ich kann den gleichen Look haben, aber mit mehr Leistung. Und ich kann ihn runternehmen und irgendwo hin platzieren. Und spätestens, wenn du mehr als einen Blitz haben möchtest, wenn du 2, 3, 4 Blitze einsetzen möchtest, offensichtlich musst du den dann runternehmen. Und das heißt, du musst irgendwie von der Kamera den Blitz auslösen. In der Regel mit einem Funkauslöser. Es gibt andere Lösungen, aber ich würde immer einen Funkauslöser nehmen. Das ist heutzutage so gut und auch so günstig geworden. Es gibt gar keinen Grund mehr, da rumzubasteln mit allen möglichen anderen Möglichkeiten. Würde ich also immer empfehlen. So ein Aufsteckblitz, der muss nicht teuer sein. Der ist jetzt hier von Godox. Hier drin ist ein Yongnuo drin. Ich selbst habe mit Yongnuos Blitzen gelernt, und zwar genau mit solchen Dingern, das ist der Yongnuo 563, den habe ich schon, keine Ahnung, 5 Jahre oder so, der ist schon mehrfach runtergefallen, der war schon ganz, ganz oft im Rucksack irgendwo dabei und der funktioniert immer noch und das ist auch meine Empfehlung, so einen ganz einfachen, grundlegenden Blitz zu nehmen. Das Problem ist ein bisschen, du setzt so ein Stück weit auf ein System, wenn du Godox nimmst, dann musst du halt auch einen Godox-Auslöser haben, wenn du Yongnuo nimmst, musst du Yongnuo-Auslöser, wenn du Rollei nimmst, musst du einen Rollei-Auslöser haben. Das heißt, wenn du jetzt schon weißt, du willst dir ein größeres System aufbauen, dann musst du da mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber ganz ehrlich, ich benutze den Yongnuo mit diversen anderen, mit dem Jinbei-Blitz zusammen, mit dem Rollei-Blitz zusammen und so weiter. Das kann man also durchaus auch kombinieren mit gewissen Einschränkungen. Gehe ich später mal drauf ein. Also meine Empfehlung wäre jetzt wirklich so ein Yongnuo 563, wenn du noch keinen hast. Oder sonst, wenn du schon einen hast, dann nimmst du den halt. Dazu gibt es einen Auslöser, Funkauslöser. Der muss von derselben Marke sein in der Regel. Und dann gibt es auch noch verschiedene. Da musst du halt sehr darauf achten, dass du den richtigen hast. Meine Empfehlung, Yongnuo 563, der hat einen Empfänger eingebaut und der Sender dafür heißt Yongnuo 6032. Ich verlinke auf die Produkte. Und das Schöne an diesen Auslösern ist, die gehen auf alle Kameras. Ich nehme jetzt die Sony, aber ich könnte genauso die Canon oder die Nikon nehmen, das spielt überhaupt keine Rolle, wenn deine Kamera einen Standard-Blitzschuh hat. Weil der Blitz kann nicht viel, der kann nur Licht machen, hat keine Automatik und der Sender auch nicht. Und deswegen geht das. Wenn du einen komplizierten Blitz nimmst mit diversen Automatikprogrammen, dann musst du auch einen Auslöser haben, der das kann. Und dann muss der Auslöser zu deiner Kamera passen. Es wird teuer und kompliziert. Deswegen meine Empfehlung. Der Blitz liegt so bei 50, 60 Euro. Der Auslöser im Zweierpack 20 Euro, glaube ich, oder so. Und der hat außerdem, der Auslöser hat den Vorteil, du kannst ihn mit dem Kabel in deine Kamera reinstecken und dann die Kamera auch mit dem Ding quasi als Fernbedienung benutzen, als Fernauslöser benutzen per Funk. Hat so 50, 60 Meter Reichweite, also für Selfies in der Landschaft benutze ich das tatsächlich hin und wieder, so als Goodie. Einstellung an der Kamera. Einfachst mögliches Setup, das wir heute nehmen wollen und mein Tipp wäre, mach das als Selfie, so wie ich das jetzt hier auch gleich mache. Du kannst alternativ auch irgendwas fotografieren. Ich habe damals fotografieren gelernt tatsächlich mit einem Globus auf den Tisch gestellt, einen Blitz dazu. Das hat den Vorteil, es ist einfacher zu handhaben und der Kopf ist, also der Globus ist ungefähr, Kopf ungefähr rund. Also, dass ich damit ein bisschen spielen konnte. So oder so möchtest du, was du lernen möchtest, ist ja zu verstehen, was du einstellen musst an der Kamera und am Blitz. Und wenn du jetzt sofort deine Freundin oder deinen Bruder dahin setzt, dann wirst du ganz schnell hektisch werden, weil die Person wird einfach ungeduldig. Und die meisten Fotos am Anfang funktionieren nicht, sieht alles doof aus und dann wird die Person irgendwann das persönlich nehmen. Und deswegen Selfie, weil du hast Geduld. Oder stell da ein Spielzeugauto hin, eine Kamera oder irgendwas, fotografiere einen Gegenstand. Das so als Praxistipp. Grundeinstellung an der Kamera. Für also Bewerbungsfoto bzw. Passfoto wollen wir eine gleichmäßige Beleuchtung des Gesichts haben. Für Passfoto muss man das. Es gibt Vorgaben vom Bundesministerium für BMI. So, das heißt, an der Kamera stellen wir ein 1/125, ISO 100, Blende 8.
Und dann stellst du deinen Blitz auf. Und meine Empfehlung für den Einstieg ist tatsächlich so ein Durchlichtschirm. Der ist jetzt von Valimax, den habe ich auch schon ein paar Jahre. Das ist wie ein Regenschirm, kann man den aufspannen. Sind nicht teuer, halten nicht ewig lange, wenn man sie viel benutzt, aber dafür sind sie halt nicht teuer. Und wenn man sie ordentlich benutzt, dann halten sie auch. Das ist vielleicht ein Stefan-Problem, dass sie nur so lange halten. Der hat den Vorteil, der ist günstig, er ist klein und man kann ihn immer mitnehmen. Und du kannst das Licht sehr nah ranbringen an die Person. Du hast sehr viel Kontrolle, weil das, was du sofort merken wirst, ist, die Schwierigkeit beim Blitzen ist, Licht zu kontrollieren. Licht irgendwo hinschmeißen ist einfach, aber kontrolliert irgendwo hinzusetzen ist schwierig. Gerade wenn du es bei dir zu Hause machst, wenig Platz, deswegen sitze ich hier, ganz normales Büro, das Ganze ist hier 4 Meter breit oder so. Also es ist wirklich nicht sehr viel Platz hier. Und das heißt, das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein, und das heißt, das Licht reflektiert, streut, es geht an die Decke, es kommt von der Decke zurück und so weiter. Das heißt, es ist schwierig zu kontrollieren. Und es ist einfacher, das Licht zu kontrollieren, wenn du sehr nah rankommst, weil dann musst du das Licht nicht so hell machen. Das sehen wir aber in den nächsten Folgen auch noch ein paar Mal. So, und dazu brauchst du ein Lampenstativ. Das hier ist jetzt von Rollei. Ich habe diverse Stative von Manfrotto, schon sehr lange im Einsatz. Seit diversen Jahren haben auch ganz viele Outdoor-Einsätze mitgemacht. Die Manfrotto-Dinger sind teuer und stabil. Das Rollei habe ich noch nicht so lange, das habe ich aber auch schon 2 Mal im Wald gehabt, beim Mountainbike-Fotografieren, also wirklich im Dreck gehabt. Oh! Ich habe mich nicht bewegt. Ja, du machst es nicht, aber ich bin eben ziemlich gerutscht. Oh, ja, endlich mal Staub hier. Und dabei gleich darauf achten, wenn du sowas kaufen willst, das ist jetzt ein bisschen klein und wackelig. Dafür ist es nicht so teuer und nicht so schwer und nicht so groß. Die Videolampe, die hier steht, die steht auf einem großen Manfrotto-Stativ. Das ist groß und schwer und teuer. Dafür wackelt das nicht so. Kleiner kann besser sein, weil du manchmal sehr tief arbeiten möchtest. Und leichter ist manchmal besser, weil du es transportieren musst. Größer ist immer besser, weil es schwerer und stabiler ist. Was soll ich sagen? Leben ist kompliziert. Also meine Empfehlung ist, für so ein Einsteigerstativ sowas, beziehungsweise von Manfrotto gibt es das halt auch, Manfrotto Nano, da habe ich 3, 4, 5 von. Ich glaube 3 habe ich davon, weil die kann ich alle 3 in einen Rucksack reinstecken, zusammen mit dem Blitzen. Und ich habe alle meine ganze Fotoausrüstung mit Blitzen und allem in einem Rucksack drin. Weil ich lange kein Auto hatte, war das ein Thema für mich. Ich habe aber im Blog eine Seite, da verlinke ich drauf, da habe ich diverse Vorschläge gemacht. Man muss nicht das nehmen, ich kriege da auch keine Prozente oder irgendwas. Ich habe nur den Affiliate-Link, über den ich eventuell was abkriege. Aber ich verdiene da nichts. Also ich kriege keine Prozente, so wollte ich sagen. So. Dazu brauchst du eine Halterung für den Blitz. Das muss nicht die sein. Die ist von Neur. Die hat den Vorteil, man kann den Schirm da reinstecken und man kann auch eine Softbox reinmachen. In künftigen Folgen werden wir überwiegend mit Softboxen arbeiten. Da kommen wir dann zu. Deswegen ist der super flexibel. Außerdem ist es so gemacht, man kann da eigentlich alle Blitze reinstecken. Weil die sind teilweise ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, ein bisschen runder, ein bisschen eckiger. Und die kann man hier einfach reinklemmen. Also sehr unkompliziert. Dafür ist die Halterung selbst relativ groß. Es gibt die Dinger auch sehr viel kleiner. Auch da verlinke ich mal auf was. Aber die benutze ich sehr viel, weil die so flexibel sind. Also Stativ, Halterung und dann den Blitz da rein. Und dann den Schirm einfach vorne reinstecken. Und das mache ich jetzt. Das ist der Auslöser, wie gesagt, der 6032 von Yongnuo. Das ist der mit dem Schalter an der Seite. Der sollte bei allen gängigen Kameras passen. So, den setzt man ganz normal hier oben auf den Standardblitzschuh. Wie gesagt, das ist die 6300 von Sony. Bei Sony gibt es manchmal Probleme, gerade bei der 6000, da gibt es manchmal Probleme mit diversen Controllern. Der Standardblitzschuh ist nur so ein bisschen Standard. Das musst du, wenn das bei dir nicht funktioniert, mit der Connection von dem Controller, müsstest du das mal googeln. Es gibt da diverse Bastellösungen mit Lack abkratzen und so weiter. Je nachdem, welche Kamera du hast, wann die hergestellt wurde, gibt es da leider Produktionsschwankungen. Kann ich nichts für.
Ich habe das Problem einfach häufig auf Workshops, dass Leute kommen mit der 6000er und dann funktioniert das mit den Young Nuos nicht oder mit anderen auch nicht. Und dann ist es immer ein bisschen schwierig. So, also den setzt du da einfach drauf, schraubst ihn fest und das ist mal erstmal alles, was du machen musst, anmachen. Den Blitz anmachen, in meinem Fall wie gesagt der 563. Standardmäßig sollte das funktionieren, dass die kommunizieren, ansonsten musstest du da auch mal nachgoogeln. Ein Tipp ist, hier drin sind Dipschalter unter den Batterien. Das heißt, du kannst Kanal einstellen. Wenn der Kanal verstellt ist, dann müsstest du halt den richtigen Kanal einstellen, der hier eingestellt ist. Also das muss natürlich matchen. Es gibt halt nur so ein bedingtes Handbuch. Aber das Video hier ist nicht speziell Young Nuo, deswegen erkläre ich das jetzt nicht alles im Detail. Dazu gibt es Videos auch von anderen Leuten. So, das heißt, wenn du hier auf den mittleren Knopf drückst, dann müsste das unabhängig von der Kamera, hat damit gar nichts zu tun, das müsste blitzen. Und auf den größeren Controllern, wenn du sowas hast, gibt es einen Testknopf, drück auf den Testknopf. So, das ist mal das eine. Und es müsste auch, egal was du an der Kamera eingestellt hast, müsste auch, Moment, ich bin im Videomodus, müsste auch blitzen, wenn du die Kamera auslöst, unabhängig von allen Einstellungen. Sonst ist die Verbindung nicht hergestellt zwischen Blitz und Controller. Jetzt habe ich gesagt, du gehst in den manuellen Modus, du gehst auf Blende 8, haben wir mal gesagt, auf 1/125. Blende 8 und nicht vergessen, ISO-Automatik auszustellen, also ISO 100 einstellen und je nach Kamera, bei Nikon zum Beispiel, musst du darauf achten, dass du auch die Automatik aus, nicht ISO 100 und Automatik, ne? Also Automatik raus. Wenn du jetzt ein Foto machst, drinne, ohne die helle Videolampe und so weiter, dann sollte das Bild mehr oder minder schwarz sein. Das muss nicht pechschwarz sein, aber es sollte ganz dunkel sein, im Sinne von, du willst jetzt das Licht kontrollieren. Und wenn das jetzt schon hell ist, wenn ich jetzt hier ein Foto von mir mache mit der Videolampe, dann ist das, bin ich schon einigermaßen hell und dann kontrolliere ich das Licht nicht im Sinne von Blitzlicht. Weil die Videolampe beleuchtet mich auch und das will ich nicht, sondern ich möchte nur rein Blitzlicht haben für dieses Setup. Es gibt immer Gründe, Tageslicht und Blitz zu kombinieren. Den Schirm, den kann man ausfahren hier, hier vorne reinschieben. Auch wieder je nach Halterung gibt es da kleine Unterschiede. Es gibt meistens eine Feststellschraube, so wie hier. Die halt lösen, reinschieben und den Blitz, den Schirm möglichst weit nach vorne schieben. Was du möchtest, ist, dass das Blitzlicht sich streut. Und wenn du dir den Blitz anguckst, der hat ja nicht eine ausgefahrene Blitzröhre, wie das bei Studioblitzen häufig ist. Da ist es so, dass ein Vorteil von Studioblitzen, die Blitzröhre steht vor und das Licht geht in alle Richtungen. Das ist bei so einem Aufsteckblitz nicht so. Sondern da geht das Blitzlicht ein bisschen nach vorne und streut dann natürlich schon. Deswegen willst du den Schirm möglichst weit weg haben, damit das Licht ausgebreitet ist, weil du willst eine gleichmäßige Beleuchtung von dem Schirm haben. Wenn du den ganz nah ranschiebst, dann hast du nur so einen Hotspot und das willst du eigentlich nicht. Für die Verbindung, dafür, dass ich Selfies machen kann, nehme ich das Smartphone ganz einfach. In dem Fall die Sony Play Memory Apps, die Original von Sony. Die meisten Kamerahersteller haben das ja inzwischen. Du kannst, wie gesagt, auch den Controller dafür nehmen, den Auslöser. Wenn du zwei davon hast, dann nimmst du einen in die Hand, einen setzt du hier drauf und dann machst du je nach Kamera Gesichtserkennung an. Das mache ich bei der Sony, weil das da sehr gut klappt. Oder nimmst halt irgendwie nur die Vollautomatik, Autofokus-Modus. Das geht in der Regel auch bei den neueren Kameras. Erkennt er ja immer, dass es eine Person ist. Und wir sind bei Blende 8. Auch deswegen sind wir bei Blende 8, weil uns das Leben einfacher macht und für Style-Passbild gibt es ja gar keinen Grund, da irgendwie auf Blende 1.4 zu gehen oder sowas, was ich hier könnte mit dem 56mm Sigma in dem Fall. Dann ist die Frage, was machen wir mit dem Blitz? Den stellen wir, klappen den aus und stellen den so hin, dass der mich von vorne beleuchtet. Jetzt ist es ein bisschen schwierig mit dem Video. Was ich jetzt hier machen möchte, ist, wie gesagt, so Richtung Passbild-Style. Das heißt, das Licht sollte von vorne kommen, ganz leicht von oben runter. Einfach deswegen, weil die Kamera sonst im Weg ist. Das Licht soll mich gleichmäßig beleuchten. Einfachster Fall, gleichmäßige Beleuchtung. Das heißt, es muss von vorne kommen und es muss leicht von oben kommen, weil sonst ist es vor der Kamera. Das geht ja nicht anders. Aber so direkt über die Kamera im Grunde und möglichst nah von vorne, also möglichst von vorne kommen und auch möglichst, es muss nicht möglichst nah im Sinne von so nah. Das könntest du aber mal machen. Kleiner Exkurs. Wenn wir hiermit durch sind, dann probier das doch nochmal, ein Profilfoto von dir zu machen. Stellst du hier hin, sodass der direkt dran ist, möglichst nah dran ist. Profilbild von dir. Probier das mal aus nachher, weil das gibt sehr schöne Fotos im Grunde, überraschend interessante Fotos auch. Du kannst es alternativ auch nach vorne machen, den Blitz von der Seite kommen lassen. Also spiel damit mal ein bisschen rum nachher, den so ein bisschen zu bewegen. Zurück zum Passbild. Also direkt von vorne kommen lassen, das hat den Vorteil, dass du eine gleichmäßige Beleuchtung hast, gerade Augen.
Ich habe jetzt eine relativ markante Brille auf und ich habe auch relativ markante Augenbrauen. Das heißt, wenn das Licht von oben kommt, dann habe ich immer dunkle Augenhöhlen. Und es hilft nicht, dass meine Tochter gerade erkältet ist und ich nicht so viel schlafe. Das kommt natürlich dazu. Deswegen von vorne kommen lassen, damit das Gesicht und die Augenhöhlen schön ausgefüllt werden. Deswegen kommt die Videolampe jetzt auch von vorne, damit ich nicht so verschlafen aussehe. Und 5 Jahre jünger, das hilft auch. Ganz, ganz wichtiger Tipp, so ganz am Rande, kommen wir später nochmal drauf. Licht von vorne nimmt Leuten über 30 5 Jahre. Das sage ich immer gerne. Okay, also von vorne kommen lassen, ausfahren. Und dann ist er jetzt halt vor der Videokamera, deswegen erkläre ich das so. Wenn du mit einer Systemkamera arbeitest, wie der Sony, dann wirst du jetzt nichts sehen können, weil die Live-Vorschau zeigt mir jetzt ein schwarzes Bild. Dann musst du ins Menü gehen und die Live-Vorschau abstellen. Live-View-Display-Settings-Effect-On heißt das bei mir auf der englischen Version, das stellst du aus. Und dann siehst du auch eine Live-Vorschau. So. Bei manchen Blitzauslösern macht die Sony das automatisch, weil er erkennt, dass ein Blitz drauf ist. Bei diesem dummen Controller, da erkennt er das eben nicht, dass ein Blitz drauf ist. So. Und dann gehe ich bei mir jetzt halt eben in die App rein und sage halt eben, verbinde mit dem Smartphone. Dann bringe ich die Kamera ungefähr so hin. Das ist halt jetzt ein bisschen gebastelt natürlich, bis man das so einigermaßen hat. Wenn man alleine ist, aber das könnte ungefähr hinkommen. So, ja. So, den Blitz zu mir drehen. Jetzt passieren verschiedene Sachen. Gesichtserkennung geht, geht nicht. Mit der Brille ist immer ein bisschen schwierig. Komm, Sony. Na, jetzt. Zwei Sekunden Vorauslöser ist ein Vorteil. Und gucken, ob der Blitz an ist. So, das hilft, den Blitz anzumachen. Das heißt, wir hatten jetzt ein schwarzes Bild. Jetzt nochmal den Blitz hinbringen. Also geht doch. Die Kamera richte ich grob so aus, wo ich weiß, dass ich sitze. Und dann ist halt ein bisschen gefummelt. Man muss sich halt hinsetzen und gucken, ist das so, wie ich das haben will. Für Passfoto halt relativ eng, sonst kann ich die Kamera weiter wegbringen. Den Schirm, sag ich mal so, 1,50 Meter entfernt, nicht zu weit weg. Grundsätzlich ist dichter meistens besser, aber nicht immer. In diesem Fall möchte ich einen hellen Hintergrund haben. Die Tapete, wir haben eben gesehen bei dem Bild ohne Blitz, war die Tapete schwarz, weil das Umgebungslicht trotz Videolampe nicht reicht, um die hell zu machen. Dass jetzt Tapete sichtbar ist oder weiß sichtbar ist, das liegt daran, dass der Schirm die beleuchtet. Das heißt, je heller ich den mache, desto heller ist der Hintergrund. Je dichter ich das an den Hintergrund ranbringe, desto heller ist es. Wie bei einer Taschenlampe auch. Je dichter du rangehst, desto heller ist es natürlich. Ist ja klar, wenn ich den weiter wegbringe, wird der Hintergrund dunkler. Wenn ich den Blitz runternehme, wird der Hintergrund dunkler. Wenn ich ihn heller mache. Das heißt, deswegen den Blitz relativ nah dran normalerweise, weil ich den Hintergrund häufig nicht weiß haben will. Jetzt will ich den aber neutral grau haben, nicht vergessen. Der ist ohne Blitz schwarz. Wenn ich den Blitz ganz nah ranschiebe, ist der weiß. Und je weiter ich den Blitz wegschiebe oder je schwächer ich ihn einstelle, desto grauer wird der quasi, dunkelweiß sozusagen. Der nächste Punkt ist die Frage, wie hell will ich denn den Blitz haben und wie mache ich das? Ich weiß das jetzt, weil ich das schon mal gemacht habe. Bei dem Blitz, bei der Entfernung so ungefähr ein Viertel. Das kannst du ausprobieren. Und du bist ja bei dir zu Hause. Du machst ein Bild und guckst dir das auf deiner Kamera an und versuchst das zu beurteilen. Du schaust dir das Histogramm an, wenn du das Histogramm lesen kannst. Und dann nimmst du deinen Computer, steckst die Karte rein oder schießt direkt Tethered in den Computer rein. Jeweils schaust du das Bild auf dem Computer an und überprüfst dein Bauchgefühl. Weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du beim Blitzen fotografieren, wenn du das regelmäßig machst, dann kriegst du ein Bauchgefühl. Und dann kriegst du irgendwann, kannst du dein Display lesen und siehst am Display, aha, ja, das ist richtig belichtet oder eben nicht richtig belichtet. Und genau das müsstest du halt eben auch am Computer hinkriegen. Also mit der Hilfe des Computers kriegst du das halt hin, so wollte ich sagen. Du kannst Lichtmesser nehmen, das geht natürlich auch, ich arbeite nicht damit, aber das kann man natürlich machen. Du kannst, wenn du es richtig machen möchtest und du mit Lightroom arbeitest, nimmst du das Bild im Lightroom und gehst mit der Pipette hin auf die Stirn und sagst, die Stirn soll ungefähr 80 haben. Du siehst dann 3 Helligkeitswerte, die sollen ungefähr so bei 75, 80 sowas sein. Bei jemandem, der dunkle Haut hat, halt ein bisschen dunkler, bei jemandem, der extrem weiß ist und Isländer, dann halt ein bisschen heller. Ja? Also und sofort sind wir im schwammigen Bereich, was ist der jetzt richtig? Und was ist mit meiner Nase und meinem Schulter? Und wenn ich so ein bisschen seitlich bin, ist die Schulter dunkler als die Schulter? Welche Seite ist richtig? Ja. Wir sehen das bei
komplexeren Setups, dass es dann durchaus beliebig komplex werden kann und richtig häufig falsch ist, weil es nicht moody ist und ich häufig bei der Blitzfotografie ja moody arbeiten möchte, gewisse Looks erzeugen möchte und jetzt nicht so ein langweiliges quasi Passbild. So, Hausaufgabe, das machen, weil mehr ist nicht dabei, so einfach ist Blitzfotografie. Wenn dein Bild jetzt zu dunkel ist, dann ist dein Blitz nicht hell genug, dreh den Blitz heller. Wenn dein Bild zu hell ist, ist der Blitz zu hell. Wenn du den auf maximale Leistung hast und das nicht funktioniert, dann bring ihn dichter, dann ist er zu weit weg. Die Entfernung ist jetzt nicht so ganz schlecht, der ist eigentlich ein Tick zu weit weg für ein schönes Bild, aber für Passbild, wo ich ne, ernstes Gesicht, hartes Licht und so weiter, da will ich das haben, deswegen ist der ein bisschen weiter weg. Weiches Licht, hartes Licht machen wir in zukünftigen Folgen, das sind jetzt fortgeschrittene Themen. Also, ich hoffe, das hat geholfen, um reinzukommen. Ich hoffe, das hat auch gezeigt, wie einfach das im Grunde ist, weil eigentlich nichts dabei ist. Einen einfachen Blitz nehmen, der nicht viel Elektronik hat, einen einfachen Controller, der nicht viel Elektronik hat, ein solides Stativ nehmen, einen einfachen Lichtformer in dem Fall und schon kann das losgehen. Und weil der Blitz so dumm ist, bist du schuld. Also du kannst es nicht auf die Automatik schieben. Die Kamera ist im Automatikmodus, die macht immer genau das Gleiche. Informatik, 1 und 0. Die Kamera macht immer genau das Gleiche. Der Blitz macht auch immer genau das Gleiche. Das heißt, wenn irgendwas nicht so ist, wie du das haben möchtest und die Einstellungen an der Kamera richtig sind, das nehmen wir jetzt mal an, dann kann es nur noch sein, der Blitz ist nicht hell genug oder zu hell oder er ist an der falschen Position. Hausaufgabe, einfach mal machen und ich habe es gesagt, nimm den Blitz mal und schieb den mal so ein bisschen, mach mal mehrere Bilder und schieb den mal um dich rum. Weil wenn der von der Seite kommt, dann gibt das ziemlich coole Looks mit diesem einfachen Setup schon. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Für die Fernbedienung von der Kamera, ich mache das so, ich nehme das Smartphone, verbinde meine Kamera mit der Sony App. Das gibt's. Meine neue DJI-Drohne. Firmware ist am Uploaden und irgendwie muss ich jetzt da mal kurz auf den Knopf drücken. Ist wie bei Windows.